Herzlich willkommen zu Erles Discounter Videoserie. Heute geht es um das Graco ST Max 395 und die Auswahl der richtigen Düse beim Einsatz dieses Gerätes. Das Graco ST Max 395 ist eins der kleineren elektrisch betriebenen Kolbenpumpen. Die Förderleistung liegt bei 1,7 Liter im Maximalbereich und die maximale Düsengröße, die sich daraus ergibt, ist die 521. Das heißt, der Einsatzbereich liegt hier irgendwo zwischen Lack, Grundierung, Indispersion, bis in den Grenzbereich dann auch Außendispersion. Die Standarddüsen oder vielleicht so ein paar Düsenbeispiele, die man benennen kann, wären zum Beispiel die 211 für kleinere Lackflächen, die Düsengröße 411 für größere Lackflächen, die 517 würde sich eignen für Grundierung oder auch Indispersion. Die 521 könnte man dann auch im Bereich Außendispersionsfarbe mit diesem Gerät nutzen. Graco liefert dieses Gerät aus zusammen mit der GracoRack 10 Düse. Das heißt, das sind diese blauen Düsen von Graco. Kleiner Hinweis, diese Düsen sind nicht mit anderen Graco oder Wagner oder Farbmax Düsen kompatibel. Das heißt, es passen nur diese Düsen. Standardmäßig ist die 517 mit dabei. Für Innendispersion oder für Grundierung geeignet. Unten gibt es gleich nochmal eine Einblendung. Der Link führt zu einer Düsentabelle, die euch nochmal einen ausführlichen Überblick über mögliche Einsatzgebiete gibt. Noch ein Hinweis für die Sparfüchse. Es gibt alternative Düsensysteme zum GracoRack 10. Damit sind erhebliche Einsparungen drin, bis zu 50%. Zum Beispiel mit der Farbmax Silvertip Düse. Kleines Rechenbeispiel, wenn man 5 Düsen im Jahr verbraucht, was nicht allzu viel ist, sind da Einsparungen von über 150 Euro drin. Unten gibt es gleich einen Link, da gibt es einen Überblick über die gängigen Düsensysteme, die verfügbar sind und auch die Preise, sodass man sich da schnell einen Überblick verschaffen kann. Ich denke, es sollte klar geworden sein, welche Düsen ihr für die Graco ST Max 395 nutzen könnt. Solltet ihr weitere Fragen haben, postet uns oder schaut im Forum vorbei. In weiteren Videos wird es auch wieder um dieses Gerät gehen, zum Beispiel um die Auswahl der richtigen Filter, um die Inbetriebnahme, Reinigung, aber auch die Beseitigung von Funktionsstörungen. Bis bald!